So, Leute, los geht's. Ich habe keine Ahnung, was die Woche für Affixe sind, wie gesagt. Also wir werden mal gucken und nebenbei muss ich noch Thron des Donners hier so ein bisschen fertig machen. Ah, ich habe nicht gepreinkert, ich Vollidiot. Ich Vollidiot. Weil ich jetzt hier in Thron des Donners noch gebunden, ja egal. Was ist das hier für ein Dings? Verstärkt, platzend. Warte mal, den müssen wir dazu pullen, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Verstärkt ist Trash-Buff. Warte mal, ist es Volcanic-Woche? Volcanic ist das Einfachste, was du haben kannst. Volcanic erweckt ist der Season-Buff. Und platzend ist der Debuff, ne, wenn ein Mob stirbt. Wenn ich richtig gewickelt bin. Den desorientieren wir jetzt einmal. Okay, dann weiß ich ja zumindest so halbwegs, was jetzt für Fixe sind. Moment, hat der Heiler sich wegbrezeln lassen? Oh mein Gott, erster Mob, Heiler ist im Dreck. Okay. Gib mir Life per Kuhn. Okay. Okay, der heilt die drei Mobs nicht weg. Das wird eine interessante Sache. Oder was waren das jetzt? Ein Fünfer-Stacks war das. Okay. Also das sollte eigentlich jeder Heiler hinbringen. Mit platzend. Okay, das wird ein interessanter Run, das weiß ich jetzt schon. Also interessant hier, ne? In Anführungszeichen. Weil, was waren das jetzt? Waren 5 Stacks, ne? Also es war jetzt nicht nichts Krasses. Ich habe jetzt nichts gezogen, weil ich mir dachte, 5 Stacks würde er jetzt wohl bei den Mobs wegheilen können. Aber okay. Das hat anscheinend schon Probleme bereitet. Ich spare mir jetzt mal die CDs für den Boss noch auf. Man weiß ja nie, gut den einen hier. War jetzt vielleicht auch nicht ganz so günstig, dass wir hier jetzt nochmal hochgestackt haben, jetzt bei den kleinen Mobs, ne? Es sind jetzt nochmal auf 4 gegangen, es war unnötig. Bei dem Pack davor muss man sagen, das ist normal, ne? Also, dass die kleinen Blubs, dass die dann halbwegs gleichzeitig sterben, das ist so. Aber dass er das nicht wegheilen konnte auf dem Raid, das ist schon sonderbar, ne? Aber, oh fuck, da laufen wir gerade in der Dings rein hier. In der Void, das wollen wir nicht. Ich will ihn hier etwa in der Mitte abstellen, den Mob. Dachte, dass er vielleicht schon ein bisschen lower geht. Also jetzt so einen richtig krassen Damage haben wir nicht dabei, aber vielleicht sparen die Leute ja auch auf dem. Ich habe sogar Lead. Also ich habe selber keine Pots, ich habe nicht mal eine Flask, weil, ne? Hier. Ich könnte. Ich bin im Überlegen, ob ich Inka. Ich warte mal mit Inka ab. Bis der zweite. Obwohl, wir haben ja kein Trash. Wir haben ja hier Trash-Buff. Boss geht gut runter, da kannst du jetzt nichts sagen. Okay, da ist sie. Jetzt natzen wir mal hier Explo und Ding rein. Hey, ich habe zu lange mit der Inka gewartet. Der Boss, also, die machen doch ganz gut Boss-Schaden. Also, da kannst du jetzt nichts sagen. Dachte mir, da warte ich jetzt mit der Inka. Aber der Boss, der lief jetzt ziemlich gut runter. Jetzt looten wir mal hier in der Instanz nebenbei so ein bisschen. Also, Volcanic ist ja mit Abstand die leichteste Woche, ne? Einfacher als Volcanic. Gibt es meiner Meinung nach sowieso nicht. Also theoretisch könnten wir jetzt viel zusammenpullen. Das Problem ist halt immer mit einer Random-Gruppe, ist das kontrollierte Killen der Mobs. Ne? Also du darfst halt nicht alle gleichzeitig killen. Und naja, also wenn ich jetzt schon so sehe, was der Heiler bei den 5 oder 6 Blobs was waren, den Debuff. What the fuck, wie ist jetzt der DH abgeraucht? Wie versterben denn diese Leute? Du hast halt hier den Breath, okay. Aber gut, klar, die Viecher verfolgen, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so krass. Gut, das ist Trash-Woche vielleicht, ne? Warte, den kick ich mal nochmal weg, dass er den Shit nicht macht. Wir haben ja sogar einen Monk mit dem Ring, ne? Dass der DH da stirbt. Vor allem DH hat halt übelst viel Self-Heal. Also, da würde ich jetzt raus. Ach komm. Haben sie sich jetzt beide wegbreffen lassen? Was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? Wir haben eine fucking Made, ne? Alter, wo geht der Typ jetzt hin? Es ist halt eine fucking Made und sie lassen sich halt beide wegbreffen. Ah. Ohne Scheiß. Ja, schon fünf Tode, ne? Das kannst du keinem erzählen hier. Bin hier überlegen. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, easy going, wir pullen hier die zwei auch noch mit dazu, ne? Also diese zwei plus die drei da hinten. Die Pflanzen können eigentlich nicht viel, aber wir lassen das jetzt mal an der Stelle.
weil es sind eh noch welche tot und irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass sie dann wieder alle drei auf einmal killen und dann kriegt der Heiler wieder Trouble, das wegzuheilen, deswegen lassen wir das jetzt lieber einfach mal. Ohne Scheiß. Bei Random-Gruppen musst du manchmal ein bisschen Slow-Pulse machen. Weniger als man eigentlich machen sollte, weil sonst geht das bloß in die Hose. Weil hier pulle ich eigentlich die ganze Zeit weiter, ne? Die Mobs können ja eigentlich alle nix. Wenn du nicht in dem Breath von dem Dings drin stehst, von den Maden, dann passiert eigentlich nicht viel, um ehrlich zu sein. So, machen wir das Rentieren mal rein. Und mal einmal. Ich kann's. Ja, jetzt decken wir halt wieder, ne? Alle gleichzeitig. Suboptimal. Der Heiler hat halt nicht sonderlich viel Mana, sehe ich gerade, ne? Okay, da kommt die Made, jetzt kicken wir einmal. Sind die da halt blöd in der Suppe drin? Habe ich keinen. Okay, er hat einen Kick. Müssen wir halt gucken, dass immer der Buff ausläuft, ne? Aber ich pull jetzt langsam immer einen nach dem anderen dazu. Dann sollte da eigentlich kein Stress sein. Den können wir zum Beispiel auch dazu nehmen. Ach ja, der Haar liegt schon wieder im Dreck. Soll ich einen Battle Rats auf ihn raushauen? Ist halt eigentlich gewastet, ne? Müssen halt diese kleinen Viecher fokussen, ne? Hier diese. Die hauen halt ihnen relativ viel Damage rein. Diese ganzen Blobs oder so, die machen ja nur mir ein bisschen Damage. Das ist eigentlich nicht großes Drama. Aber die kriegen halt durch diese kleinen hier, diese Blutschwärmer, schon ganz gut auf den Sack, vor allem der DH. Ja gut, der Monk hat keinen Mana mehr. Den soll ich jetzt dann gleich mal Mana raggen lassen. Danach lasse ich ihn raggen. Obwohl, er kriegt langsam wieder Mana, ne? Braucht eigentlich immer ein paar mehr Mobs, dass sich's lohnt mit meiner Zwillichtsverwüstung. So, ein paar Prozent hat er, komm, pullen wir hier nochmal ein bisschen was. Na, seht ihr, geht die Zwillichtsverwüstung durch und dann kommt der Damage. Heile ich mich mal einen Ticken hoch. Sollten halt jetzt nicht alle auf einmal sterben. Weiß jetzt halt nicht, wie gut der Monk beim Group Healen ist, ne? Life per Kuhn ist natürlich. Oh, da hat die Zwillichtsverwüstung natürlich alle auf einmal gekillt. Killt ihr nicht? Oh, ihr Vollidioten. Jetzt haben wir wieder vier Stacks. Der Heiler ist schon gut am Struggeln. Ach, oh, ich habe hier noch die Angel rausgezogen. Ja, genau, ich war in letzter Zeit ein bisschen viel am Angeln. Jetzt lasse ich ihn mal raggen. Okay, er sitzt. Ich pull mal weiter. Er kann ja sitzen bleiben, ne? Also, ich würde jetzt eigentlich hier wieder drei, vier Mobs pullen, aber da die hier ziemlich abfucken für meine kleinen DDs, pull ich mal nur einen. Dass der schon mal gut runter ist, bevor der zweite reinkommt. Wenn zwei von einem verfolgt werden, ist schon ätzend. Aber die Made, die kann ich dazu pullen und ihn können wir auch reinpullen. Spielen wir mal gruppenfreundlich. Das Rentieren ist raus. Da kommt eine Zwiechzerwüstung. Sehr schön. Eigentlich kann ich hier nochmal einen kleinen dazu pullen. Die machen eigentlich nichts. Mach jetzt mal vielleicht hier einen Dings drauf, ne? Dass die den wieder als erstes machen. Weil bei dem haben sie ja scheint's immer große Probleme. Ah, ich heile mich mal ein bisschen. Jetzt hoffen wir mal, dass das Motorrad von der richtigen Richtung kommt. Es kann nämlich blöd laufen und den Boss pullen, ne? Dann kriegst du richtig, richtig Problems. Ich würde jetzt noch so lange Trash weitermachen. Bis. Warte mal, da hinten die Skelette, die wollen wir natürlich jetzt noch nicht adden. Bis der HT-Buff wieder ready ist und dann hier zurückgehen.
Oh, okay. Haben wir ganz gut auf den Sack gekriegt gerade. Ich wall mal, aber ich habe immer noch meine Heilung. Also alles kein Stress. Wisst ihr, wir haben jetzt nur 3 Minuten, haben wir HT. Das kann man hier eigentlich nur usen. Und muss eh relativ viel Trash machen, deswegen könnten wir ihn jetzt eigentlich auch gleich hier besiegen. Na komm, hauen wir nochmal die Explo hier rein. Nehmen wir die mal mit. Das ist schön, wenn man gleich mit der Zwiechzerwüstung anfängt, ne? Dann ziehe ich auf die Mobs hier gleich noch meinen... Ah, warte mal, wenn ich die pull, da ist nochmal einer in der Nähe, ne? Pull die mal hinter. Jetzt nicht die anderen auch noch adden. Ich hasse das. Ich will die Mobs hinterziehen, dass wir halt die nicht noch adden. Und der DH springt halt volle rein und... Ich hasse solche Leute, echt. Du kannst... Dass sie nicht eine Sekunde warten können, bis ich sie hinterziehe, sondern sofort rein. Solche Leute hasse ich richtig. Ja, der wurde, hat jetzt halt einen Melee-Hit gefressen, ne? Aber ich wollte jetzt nicht noch weiter vorgehen, weil da hinten ist halt auch noch ein Mob, der rauskommt, ne? Also ein Wurm. Wenn du den Wurm addest, dann ist halt Feierabend. Dann ist halt Feierabend. Aber die Zwiechtsverwüstung hat geregelt. Jetzt haben wir wieder ein Vierer-Stack drauf. Was haben wir denn jetzt noch? 45 Sekunden, dann würde ich sagen, dass den Obelisken noch machen. Wir haben jetzt halt den DH nicht am Stissel, aber egal. Den können wir einfach hier machen. Einfach hier wegkillen. Fuck, da muss ich raus. Und dann können wir den Boss machen. Weil du kannst mit dem natürlich was skippen, aber da wir am Anfang schon sehr, sehr viel geskippt haben, brauchen wir da unten eigentlich nichts skippen. Wisst ihr, was ich meine? Also... Hauen wir den einfach hier um, dann müssen wir das AT ready haben, dann können wir es auch nochmal beim Endboss ziehen. Shit. Einmal raus. Deswegen habe ich jetzt da unten auch den Trash gepult, dass wir das HT wieder haben. Weil hier habe ich schon oft genug lustigste Sachen erlebt. Zwecks sich von dem Typen wegbrezeln lassen, wenn er charge. Aber wir haben jetzt keinen Boss-Buff, eigentlich dürfte es nicht so krass sein. Okay, der stirbt da noch, perfekt. So, Mana sieht gut aus. Ziehen sie AT? Okay. Sonst hätte ich jetzt halt meinen Billig-HT gezogen. Also ich muss ihn noch ein bisschen näher ranziehen. Hier. Dass er in die Wand reinbrefft. So, da müssen wir natürlich raus. Das wollen wir nicht. Ach komm, muss das jetzt hier durchgehen? Ne, dann, wenn du nicht moven kannst, dann hast du die ganze Zeit den Ring, ne? Richtig nervig. Da ein bisschen in die Pilze rein. Nehmen wir den noch mit. Okay, dann rawen wir einmal, dass jeder ein bisschen laufen kann. Excel Raw aufgespart, dass alle ein bisschen schnell... Ah, jetzt Zwiechzerwüstung geht halt komplett in den Sack. So, jetzt lasse ich ihn in der Mitte stehen. Jetzt prügeln wir ihn um. Brauche ich nicht mehr da einen ranziehen. Gut, ich könnte jetzt nochmal... Hier der Ansturm kommt. Aber es hat sich keiner wegchargen lassen. Da bin ich ja fast ein bisschen stolz auf die Leute, ne? Ohne Scheiß, ich gehe lieber halt jetzt hier so ein 17er, 18er Key als einen 15er, weil da lassen sich die Leute regelmäßig richtig wegschallern. Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig... So, okay. Ja, beim Endboss können wir nochmal HT ziehen, das müsste ausgehen. Also hier mit dem einen Typen hätten wir hier auch was skippen können, aber wie gesagt, die Mobs will ich ja sowieso machen. Also, ne? Die müssen wir auch machen. Jetzt ziehen wir die mal ein bisschen rüber hier. Das ist so schön, wenn es mit der Zwielichtsverlüstung losgeht, ne? Dann sind wir gleich mal über 100k.
müssen jetzt dann gleich flitzen gehen, wenn sie die Totems aufstellen. Okay, Totem haben wir. Dann gehen wir flitzen. Na, wir haben noch ein Totem. Müssen nochmal flitzen gehen. Gut, man kann es theoretisch auch zerstören, ne? Aber weglaufen ist meistens die bessere Alternative. Schauen wir mal. Ich hoffe, die killen die Pilze gut. Jetzt tue ich ihn mal so ausrichten, dass er möglichst viel hier weglief. Oh, da müsst ihr einiges... Ah, okay, das war... Ich dachte, da kriegen wir mehr. Muss ich noch einen Ticken näher ran. Komm, bitte. Okay, gut, er läuft. Ja, das fressen wir jetzt einfach hier. Juckt nicht. Stehen gut für die Schockwelle. Okay, naja, vielleicht hätten wir es lieber doch nicht gefressen. Das haut doch ganz gut raus. Ich wollte mich jetzt nicht nochmal umpositionieren. Nein, nein, da ist doch schon einer. Geh halt hier hinter. Junge. Jetzt bomben sie zweimal. Oh, fuck it. Ich muss halt jetzt hier richtig abräumen. Hä, hey, warte mal, die Stacks sind alle weg. Warum sind die jetzt alle... Hä? Eigentlich hätte ich richtig Damage fressen müssen. Sind die so schnell wieder runter? Ich habe jetzt mit Absicht die ganzen Pilze gefressen, dass nicht der ganze Raid das abkriegt. Er hat nicht nochmal gecleaved, ne? Das war jetzt das Problem. Oder die Harsh ist schon wieder halb am Abnippeln. Ja, da haben wir jetzt aber auch nicht so ganz viele erwischt. Geht besser, oder? Aber der stirbt jetzt wahrscheinlich eh. Oder macht das nochmal vorher? Komm, geh du da hin. Jetzt geht er da vorne hin, wo ich eh schon stehe zum Cleaven. Na gut. Okay, er stirbt. Passt. Perfekt. Hier unten müssen wir jetzt eh richtig viel Trash noch machen, ne? Von dem her springen wir gleich mal hier rüber. Ich kannst du die beiden auch zusammenziehen. Ja. Muss ich blöderweise wieder an dem dran stehen bleiben und stack halt hier hoch wie nochmal was. Das ist immer ätzend. Bei den unbeweglichen Mobs, ne? Wenn du da wegläufst als Tank, dann ist Rambazamba angesagt. Deswegen willst du das eher vermeiden. Ach, da war ein Totem, ne? Ich hab's jetzt aber auch nicht. Hab's jetzt auch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben es Totem gefressen, deswegen haben alle Damage bekommen. Ich hab's jetzt aber auch nicht gesehen, dass es gecastet hat. Ich hab's gerade so. Ah gut, er macht eh so ein. Ne, warte mal, er macht einen Single Reds? Ach nee, das ist der Ding, ne? Das ist der Monk. Ich wollte gerade sagen, ist nicht der Heiler. Wir haben ja zwei Monks. Ich dachte mir gerade, der Heiler macht einen Single Reds. Ah, der Heiler ist leider gelaufen, ne? Wie machen wir das jetzt am besten? Dann würde ich sagen, machen wir den einen Mob da, weil. Ah, scheiße, das haben wir beide gekickt. Aber der DH müsste noch frei haben. Das, wenn es nur mich hittet. Der Heiler ist halt gelaufen jetzt, ne? Muss jetzt hier komplett ranlaufen. Ist denn der jetzt... Ah ne, ist denn alle da, oder? In einer anderen Phase. Wo ist der Typ denn? Irgendwie da oben. Hä? Ich hab keine. Ach, der ist schon drin, oder wie? Hä, wie hat denn das gemacht, dass er nicht im Combat ist? Ach, er ist. Okay, er ist quasi über einen anderen Basilisken rein und wir haben ihn jetzt aktiviert, den richtigen. Okay, verstehe. Ich dachte mir gerade, hä, wie hat er denn das geschafft, dass er in der Phase ist, aber nicht, im Combat. Ich will den jetzt hier komplett hinten reinziehen. Hier können wir nämlich LOSen. Wenn jetzt alle dahinter gehen, dann kommt er nämlich auch. Na gut, okay. Die Eule will nicht so ganz. Ah, shit. Jetzt müssen wir da einmal raus. Wir müssen eh noch einiges an Trash machen, oder? Was haben wir an Prozenten? 78, ne? Also den hier brauchen wir noch. Was, du würdest einen Maskenrun nehmen? Ja, können wir nachher gucken.
Nach der Vision hier. Nach der Vision hier. Nach der M-Plus können wir die Vision machen. So rum. Oh Mann. Da müssen wir jetzt halt auch wieder gucken. Hütet euch. Hütet euch. Okay, er hat das Totem geschmissen. Da müssen wir jetzt weg. Oh, geht auch weg von dem. Da liegt das... Oh, boy. Jetzt adden wir gleich noch mehr hier oben. Wenn die da nicht weglaufen. Das hier ist immer ein bisschen gefährlich, aber es lief ja jetzt ganz gut. Okay, da sollten wir rausgehen. Hat er dann nochmal ein Ding gestellt? Da sollten wir auch rausgehen. Okay, sieht gut aus. Können wir hier rein? Okay, wir sind jetzt bei... Oh, warte mal, wir müssen mal ein bisschen uns heilen. Life per Kuhn haben wir auch gekriegt. Passt. Gut, wir müssen eh noch ein paar Trash-Mobs dann machen. Also das reicht dann eh bei Weitem nicht. Klein noch weg und dann hier hinter. Ich denke mal, 2, 3 von den Kleinen müssen wir sowieso machen. Also von diesen Würmern. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die bringen. Ich schätze mal, 2-3% könnten die bringen. Der bringt dann nochmal... der bringt nur 1,5. Ja gut, wir müssen noch richtig viele machen. Eigentlich hätte ich ihn überhaupt nicht hier hinterziehen brauchen. Das war jetzt eigentlich ziemlich umsonst tatsächlich. Wahrscheinlich hätten wir hier gar nicht skippen brauchen. Wir hätten, müssen wir wahrscheinlich eh alle machen. Ne? 2 Minuten haben wir dann wieder HT. Das sieht ganz gut aus. Die Woche sind aber auch einfacher, fixe. Was Mechagon Todeskommando, wie oft ich das machen musste. Ich glaube 2 oder 3 Mal haben wir es probiert. Aber das war damals nur relativ am Anfang von... relativ am Anfang... von dem letzten Raid. Okay, die bringen... Also die bringen zusammen knappe 5%, ne? Knappe 5 bringen die. Heißt, ich muss jetzt den hier auf jeden Fall noch machen und die beiden... Dann müssten wir eigentlich recht gut, vielleicht wahrscheinlich sogar noch einen Wurm, ne? Vielleicht sogar noch einen Wurm. Hätten wir lieber die gemacht, die bringen relativ gut Punkte. Das war jetzt eigentlich ein bisschen blöd, dass wir die nicht gemacht hatten. Okay, da müssen wir rausgehen. Ah, der DH und der, beide haben sich wegschotten lassen. Boys. Und der Heiler hat sich nur live per Kuhn gegeben. Hat das auch erwischt? Hier, das ist doch nicht so schwer. Der dreht sich in eine Richtung und da knallt er dann ordentlich raus. Mehr ist es eigentlich nicht. Nee, das reicht nicht. Wir brauchen halt noch einen fucking Mob, ne? Reicht halt leider nicht. Einen brauchen wir noch. Den hier müssen wir noch machen. Dürfen da halt jetzt den hinteren nicht dazu adden. Ich zünde jetzt mal hier kein Bike. Komm, ich mache hier Max Range. Lauf da nicht so nah ran hier. Will nicht mehr machen, als ich machen muss. Es wäre halt viel besser gewesen, die hier zu machen. Die bringen halt richtig Punkte. Die könntest du halt da wegerehen. Ne? Das war jetzt halt dumm, die ganzen einzelnen Mobs hier zu machen. So, jetzt reicht's easy. Die zusammen. Die reichen. So, jetzt hoffen wir, dass sich die Kollegen hier nicht wegscheppern lassen. Heilen wir uns nochmal. Weil das ist halt... So, jetzt scheppern sie beide in die... Okay. Kannst du das abbrechen mit dem Kicken? Jetzt haut der andere da halt auch nochmal so ein Ding rein. Ich weiß gar nicht, ob das echt geht. Ah ja, du brichst... Warte mal, der Heiler ist tot. Durch was ist der Heiler... Ist der jetzt durch... der durch Ding gestorben? Necrotic? Necrotic durch Volcanic? Don't know... Ja gut. Okay, der eine retzt ihn schon mal.
Holy moly, ich sag's euch. So, jetzt haben wir noch einen Endboss und dann sind wir durch hier in dem Laden. Achso, nebenbei wollte ich ja noch eigentlich hier, ne, die andere Instanz machen. Heiler ist auch am Start. Ne, der DH fehlt noch. Okay. Komm, wir machen den Timer, obwohl wir das eigentlich nicht brauchen. Wo ist der DH? Er fliegt ran. Okay. Timer kommt. Ich hoffe, die kennen das, dass sie kuscheln müssen, ne? Also du musst eigentlich immer schauen, dass du zusammen auf einer Seite bleibst. Und dann, wenn er den Shit castet, hier, kurz bevor es fertig ist, jetzt rüberlaufst. Weil dann shittet dir immer nämlich nur eine Seite zu und dann kannst du es relativ easy machen. Sehen wieder ein Stück weiter. Aber die scheinen zumindest alle hier in der Nähe zu bleiben. Das gefällt mir schon mal. Das habe ich mal bei ein paar Leuten aus der Gilde gelernt, dass das so die beste Taktik ist, die du machen kannst. Hier, da haben wir nochmal einen. Ich glaube, so weit brauche ich ihn gar nicht ziehen. Oh, shit, wir stehen im Volcanic drin. Ich ziehe ihn... Ja gut, die sind jetzt ein bisschen zu früh darüber gelaufen. So, okay, drehen wir ihn wieder. Oh, Volcanic. Ah, da war aber einer richtig im Volcanic drin gestanden, hä? Wir laufen halt noch ein Stück zu früh. Haben wir noch einen Retz? Muss bloß immer ein bisschen gucken. Jetzt habe ich... Fuck, ich habe jetzt gerade den Slow. Das ist ein bisschen kacke. Der Boss hat ein relativ großes Model. Ne, wenn es blöd läuft und genau hinterm Boss stehst, dann siehst du manche Volcanics nicht und dann läufst du halt direkt rein. Ne? Eins killt dich im Normalfall nicht. Aber hier ist zum Beispiel auch gerade eins hinter ihm. Oh, hier sind halt drei aufeinander gespawnt. Okay, jetzt gehen wir mal einen Ticken weiter da weg. Alles voll vulkanikt. Der Boss ist eh fast tot. Wir müssen eigentlich bloß noch einen kleinen töten. Dann hat's sich's. Okay. Okay, okay. Wir sind jetzt eh bloß drei Viertel rumgekommen. Also hat voll und ganz gepasst. So, was kriegen wir jetzt hier Schönes raus? Ja, gut, ne? Nicht sonderlich viel, aber ich hoffe zumindest ein Motorrad kriegen wir dann raus. Auf 475 hätte ich ganz gerne nächste Woche in der Weekly-Kiste. Jetzt haben wir wieder eine Instanz auf ein bisschen höher gemacht, ne? Einer schreibt sogar Thanks for Tanking. Ja, gerne. Wieder einen Key. Danken wir uns noch. Thanks, BB. Gut, dann sind wir wieder fertig mit dem Key. Sehen wir uns das nächste Mal wieder. Beim nächsten Run, euer Tila. Bis dann. Ciao.